Endlich ist es soweit. Heute mache ich den lange geplanten Ausflug in die Energiestadt auf dem Naturgut Opphofen. Die Energiestadt ist ein Kinder- und Jugendmuseum in Leverkusen-Opladen. Im Jahr 2000 wurde das Museum eröffnet, seitdem immer verändert und erweitert. Oh nein, was ist denn hier passiert? Was machst du denn hier? Ich wollte die Energiestadt besuchen. Aber die ist doch untergegangen. Oh. Bei unserem Unwetter am 14. Juli. Da ist der Wiembach über seine Ufer getreten. Und dann stand das Wasser hier bis zu dieser Linie hoch. Hier auf dem Hof und in unserer Ausstellung. Und jetzt? Ich wollte doch heute so viel über Energiesparen und Klimaschutz erfahren. Weißt du, als wir unser Museum letztes Jahr wegen Corona schließen mussten, haben wir die Energiestadt zu euch nach Hause gebracht. Auf unserer Website kannst du an virtuellen Rundgängen teilnehmen, kleine Videos schauen und generell viel zum Klimaschutz erfahren. Außerdem wollen wir natürlich die Suche nach dem Klimaglück, unsere Ausstellung im ersten Stockwerk, wieder eröffnen. Und hier unten, hier machen wir natürlich alles wieder neu. Also das heißt, wenn ich regelmäßig auf eure Homepage schaue, habe dann ein bisschen Museum für zu Hause und erfahre, wann es hier wieder richtig losgeht. Kapiert? Genau, das ist richtig. Und jetzt seid ihr dran. Wie alt ist das Museum Energiestadt in Leverkusen-Opladen? 5, 10 oder über 20 Jahre. Genau, über 20 Jahre existiert unser Museum schon. Und worum geht's eigentlich hier? Klimaschutz, Energiesparen oder Klimawandel? Natürlich alles drei, denn alles drei ist super wichtig für unsere Zukunft. Ich komme wieder. Bis dahin findet ihr alles Weitere unter www.naturgut-ophofen.de und natürlich auch auf Instagram und Facebook.